So, meine lieben Freunde, wir haben es endlich geschafft. Ich denke mal, das wird die letzte Folge vom ersten Durchspielen. Wir sind kurz vorm Bosskampf. Level 99. Alles auf voll. Alles auf voll. 500 Leben, das sollte eigentlich gut werden, würde ich sagen. Und wir haben irgendwelche Logs vergessen irgendwo. Wir haben Sonnenbrille. Bitte. Ich keine Ahnung, wo es geht. Sicherheit bei der Arbeit. Iron Moss Magazin, ich weiß gar nicht, ob alle im ersten Durchlauf bekommen. Sollte auch deine sein. Also es fehlen noch ein paar Sachen, aber wir haben eigentlich einen guten Durchlauf gehabt, würde ich sagen. Also ich hoffe mal, dass jetzt jeder Bosskampf ist. Ich habe noch zu viel dazu gesagt. Dann. Das ist voll, das ist gut. Wir haben Utopia nicht korrumpiert. Oder korrumpiert, komprimiert, was auch immer. Nukleus. Na, wo wäre ein anderer Eingang gewesen? Oder nicht auch hier? Ah, hier. Da war der andere Gang. Hier war das oben dann, ne? Ja. Wo führt das denn? Jetzt bin ich verwirrt. War das. Bin ich von da gerade gekommen? Vielleicht sollte ich nicht so lange rumlaufen und einfach den Bosskampf machen. Ein bisschen heller. So. Nee, das ist eindeutig ein anderer Ort. War ich hier schon? Nee. Oder? Ah doch, es ist hier. Ah. Bei der Rakete. Na, kriegen wir noch einen Nano-Kern? Nee. Okay. Auf zum Boss. Ich muss an 1000 Orten gleichzeitig sein. Wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe schrecklich wichtige Dinge zu erledigen. Wir befinden uns hier in einer kritischen Phase. Emergency Discharge. Schaden. Das ist doch echt bitter. Okay, ich werde da glaube ich nicht angehen. Und tot. Boah, unnötig ist das.
Das ist echt schlecht von mir. Ich bin zweimal getroffen mit du. Toll. Erstmal wieder reinkommen. Kampf beginnt von vorne. Bitter eigentlich. Ist doch echt schlecht von mir. Treten. Überladen. Oder? Es ist noch nicht vorbei. Gegner? Aber ich habe immer noch eine Aufgabe. Sind Künstler, Ingenieure, Poeten, Wissenschaftler, Genies, jeder Einzelne von uns. Das war easy. So schwer war er nicht. Jetzt habe ich nicht mal ein Heiltrank benutzt von der Hilfe. Wir haben den Kontakt zu unseren Satelliten verloren. Was meinen Sie, verloren? Kurz vor Sonnenaufgang Eastern Standard ist die Verbindung zu Argos 1 abgerissen. Unser erster Gedanke war eine Fehlfunktion, aber innerhalb von Minuten brach das komplette Orbitalnetzwerk zusammen. Wir hören dasselbe von unseren Freunden aus Beijing. Die komplette Ostküste ist schwarz, kein Strom. Wir haben alles verloren. Alles? Vor dem Ausfall hat Argos eine nicht identifizierte Partikelemission vom letzten Resolve-Start aufgefangen.
Was immer es ist anders als alle bisherigen Ladungen. Es wird Verluste geben, aber zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich zu sagen, wie viele. Das Netzwerk schaltet sich Stück um Stück ab. Der einzige Grund, warum wir miteinander sprechen, sind die Kabelverbindungen im... Sir, wenn Sie einen Augenblick warten... Sir? Wir hatten noch keine Zeit, uns vorzustellen. Meine Nerds leisten schnelle und saubere Arbeit. Um sicherzugehen, dass wir nicht nur eine Zukunft haben, sondern einen Neuanfang. Ein Neubeginn. Für diejenigen, die übrig bleiben. Aha. Interessantes Ende. Developed by Deck 13. Da ist ein Rollstuhl. Published by Focus Home and Act. Schöne neue Welt. Schauen wir mal kurz, war das der mit den 5% oder mit den 15%? Ne, der mit 5%. Das ist die Sonnenbrille, ne? Wo kriegt man eine fucking Sonnenbrille her? Was können wir jetzt machen? Das... keine Ahnung. Schauen wir jetzt mal das Ende an.
Das Ende fand ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Na, die Musik. Ciao, Ching Chiong. Mal verzogen. Die ganzen Artists sind. Chen Sixing, Chen Benzhan, Chong Ging, Wang Yu, Sun Yudong, Tadi Spin, Deal Writer. Wir spielen nebenbei mal eine Runde. Squid Bang. Noch ein paar Rüstungen. Versuche morgen George auf 2 zu bekommen, damit ich ein Event noch benutzen kann. Und sicherlich Bock jetzt richtig einmal durchzurushen, so alle Bosse. Gürtel, eine Rüstung und die Waffe. Sehr gut. Keine Musik mehr? Not so nice. Ja, also mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das durchzuspielen, das Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, selber zu spielen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ganzen Gliedmassen abzuhacken, Sachen zu farmen, Rüstung zu bekommen, Waffen zu bekommen. Ich habe jetzt nur mit dem einseitig montierten Waffen gespielt. Bestimmt ist das mit dem Stab und anderen Sachen auch richtig cool. Andere Kombos und so. Und wie gesehen, mit den zweihändigen kannst du ja unendlich viel machen, so zap, 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 mit dem Flammen drehen und so und das noch und das, also richtig viel eigentlich.
Da hat man auch viel Auswahl bei den Rüstungen und sowas, wo man Schnelligkeit haben will oder mehr Panzerung oder mehr Drohnen. Drohnen habe ich ja gar nicht benutzt. Das könnte man ja eigentlich noch sehr viel machen. Ja. Ansonsten im zweiten Durchlauf sind ja auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Gegner, andere Gegner auch. Und ja, muss man mal schauen. Ich habe ja noch irgendwo Logs liegen gelassen, obwohl ich eigentlich alles durchgeguckt habe. Natürlich nicht so nice. Wahrscheinlich hätte man noch irgendwo runterspringen können oder sowas. Die Sonnenbrille, ja, keine Ahnung, wo die her ist. Hätte man vielleicht Black Cerberus besiegen müssen, wo man seine Armee, wo er seine Armee noch hatte. The Search. New Game Plus freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt. Aber halt, das war noch nicht alles. Viele fortsetzen und dann dein Num. Mit NG Plus markiert den letzten Spielstand, um dich auf eine neue Reise zu begeben. Neue Herausforderungen und Überraschungen erwarten dich. Deine gesamte Ausrüstung, alle Waffen und dein Charakterfortschritt bleiben dir erhalten. Cool. Ein neuer. 21 Stunden habe ich gespielt insgesamt. Hätte man noch wesentlich kürzer machen können. Krio. Im alten Griechenland sagte man, eine Gesellschaft blühe auf, wenn alte Männer Bäume pflanzen, in deren Schatten sie niemals sitzen werden. Wir neigen dazu, das zu vergessen, leichtfertig zu sein. Doch wir müssen an dieser Aufgabe wachsen. Es ist an uns, die Saat auszutragen. Und es ist an uns, sie zu hegen, bis sie Wurzeln schlägt. Creo ist nicht bloß ein Unternehmen. Mit Resolve legen wir den Grundstein für einen Weg in die Zukunft. Folgt uns in eine neue Ära. Ein Utopia für die Menschheit. Mit jedem Start heilen wir diesen Planeten. Die Rückkehr zu einer verlorenen grünen Welt, wo unsere Kinder im Licht der Sonne spielen. Das Intro-Video fand ich immer mega cool. Resolve belebt unsere Erde. Resolve belebt uns. Wir alle haben davon geträumt. Nun wird es durch Creo Realität. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir United we are strong. Entfessle dein volles Potenzial mit uns. Guck mal, da sieht er anders aus. Join us. Wird. Willkommen! Wie schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich und ich weiß, ihr freut euch auch. Creo, ihr wisst, wer wir sind. Oder zumindest denkt ihr das. Wohin ihr auch schaut, wir sind da. Ob ihr uns seht oder nicht. Aber sehen wir doch mal genauer hin. Creo ist einer der größten Hersteller für Industrie- und Konsumgüter. Genau gleich. Doch wir sind so viel mehr. Ohne Ausrüstung. Und darum seid ihr hier. Bei Creo greifen wir immer nach den Sternen. Klar. Wir hatten immer das große Ganze im Blick. Von unserer Arbeit in der dritten Welt, über unsere städtischen Bildungsinitiativen. Und Don Hacker, der hat sich selber umgebracht, wie gemerkt hat. Die uns allen helfen. Creo will die Welt nicht nur verändern. Mit Projekt Resolve werden wir sie retten. Wir machen keine Unterschiede. Bei Creo ist jeder Teil der Lösung. Also willkommen in eurem neuen Leben. Die Kreon sich jetzt auf jeden Fall was Richtiges Familie. Gemacht. Wollten gegen die Sachen angehen und haben eine neue Evolution gemacht, aber sind dann den falschen Weg eingeschlagen. Zu viele Sachen überspringen. Fahrtende. Rousseau-Station. Nehmen wir auch schon links und links und rechts in Riemen. Fahrtrichtung rechts. Gucken wir gleich aus. Iron Mouse. Oh, wie cool ist das denn? Wenn ihr euch noch daran erinnert, im Park hatten wir Voicemails von seiner Freundin bekommen, von Robin. Und da meinte sie, ich zieh das Iron Mouse T-Shirt an, was sie geschenkt hat. Willkommen bei Creo. Ah, hier sind die ganzen Werkschutzleute.
Hallo. Wir freuen uns, euch als Teil unserer stetig größer werdenden Familie begrüßen zu können. Klar. Die werden in der Jobregistrierung erwartet. Ach so. Klar, und es geht nicht weg. Das ist verpackt. Das ist sehr gut. Ich weiß ja, wo ich hin muss, aber letztes Mal bin ich einfach so durchgerusht. Diese Station wird bald geschlossen. Bitte begeben Sie sich zur Jobregistrierung. Gut, dass wir ganz schnell da fahren können. In Ordnung, jetzt ist es weg, das ist klar. Sehr gut. Sind wir im Müll, der eben liegt. Ist schon ein bisschen weird, ne? Turbo. Booster. Zack. Wäre so lustig, wenn hier irgendwie so ein Iron Mouse Comic rumliegen würde. So auf random. Aber das ist echt cool gemacht. Mit dem T-Shirt. Das hält mir gerade so auf. Einfach die Pakete hier noch so. Echt wenig los hier, muss ich schon sagen. Gar nichts. Wir bitten alle Fahrgäste, sich umgehend zur Jobregistrierung zu begeben. Diese Station wird in Kürze geschlossen. Willkommen bei der Registrierung. Wir bei Creo glauben an das richtige Werkzeug für den richtigen Job in der richtigen Hand. Oh, cool. Become more than a man. Become a zombie. Sprechen wir noch mit dem netten Herrn hier. Ja, was hast du zu sagen? Knack, knack. Neu, hä? Die Registrierung ist da drüben. Die Registrierung ist da drüben. Ach so. Hier, das. Da ist es nicht ein bisschen verstörend. Oh, ist alles blutig hier. What the fuck? Ja, genau. Ist irgendwas ausgebrochen? Kommen wir hier vielleicht irgendwie hin? Bitte wählt zwischen unseren zwei derzeitig verfügbaren Positionen und bildet eine ordentliche Schlange. Nach der Registrierung erhält jeder Mitarbeiter seinen persönlichen Ausrüstungscoupon. Dass überall nur Müll rumliegt, ist echt komisch. Gehen wir das mal mit links. Ja, das Blut ist echt abgefuckt da auf dem Boden. Vielleicht wollen wir selber vorhin spielen. Legst du dein Leben gern auf der Überholspur? Creo liefert die Schnellstraße zum Erfolg als Servicetechniker. Agil, vielseitig, state of the art. Ja, schalte mit uns einen Gang rauf und rette noch heute die... Jetzt bin ich verwirrt, ich guck nochmal kurz drüben. War auch eine Waffe? Wenn du glaubst, dass du Berge versetzen kannst, dann hat Creo den richtigen Job für dich. Denn als Maschinist kannst du das Sprichwort... Build Persistent Reno. Heavy Operator. Männlich. Männer und Frauen. Ich wollte noch männlich und weiblich sagen. Bei uns ist nicht alles Raketenwissenschaft. Wir brauchen... So wie Mallory. Ohne gelernt. Ja. Exo-Rig-Installationsprogramm. Ja gut, ich beende die erste Aufnahme dann hier.
Also die letzte Programm erste Aufnahme. Abgeschlossen. Patient sediert. Ja, das Projekt hat mir sehr viel gefallen. Ich spiele jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter und nehme schon mal das zweite Gameplay auf. Bis dahin, bis dann. Ich hoffe, ihr bleibt weiter, meine Zuschauer, und haut rein, Leute. Gucken wir kurz an, wie das ist. Dann. Implantiere Neurolink. Er denkt, alles ist gut. Und dann sowas. Gut. Zack. Schaltet ein, wenn ihr weiter zuschauen wollt. Keine Ahnung. Ja. The Search. Oh, was geht jetzt noch?